So, herzlich willkommen zu unserem Trainergespräch heute vom Spiel HSG Ettlingen gegen TVG Großsachsen 2. Das Spiel endete 39-21 und zu meinen Rechten steht 39-22 und zu meiner Rechten steht Max Albrecht, Co-Trainer der Großsachsener. Max, dein Fazit zum Spiel. Ja, also erstmal Glückwunsch zum Sieg, glaube ich, hochverdient. Die Geschichte aus unserer Sicht ist, glaube ich, schnell erzählt. Wir können vielleicht 5, 6, 7 Minuten mithalten, glaube ich. Dann verteidigen wir die 1-gegen-1-Situation in unserer 5-1-Abwehr sehr schlecht. Verlieren auf den Halbpositionen eigentlich alle 1-gegen-1-Duelle. Und dann unser Trainer, wenn er jetzt hier wäre, würde er, glaube ich, sagen, unsere Mannschaft hat immer zwei Gesichter. Wir haben jetzt eigentlich in dieser Runde eigentlich uns immer gut verkauft. War eigentlich bisher in Ordnung heute. Weil er das andere Gesicht der Mannschaft, wo wir dann, muss man sagen, eigentlich untergegangen sind. Ja, und die zweite Halbzeit eigentlich brauchen wir eigentlich nicht drüber sprechen. Also kann ich nichts Positives dran finden, ehrlich gesagt. Ja. So ist es aus unserer Sicht. Danke, André. Dein Fazit zum Spiel? Mein Fazit zum Spiel ist so, dass mal wir mit 17 Toren gewonnen und fast alle so nicht zufrieden sind. Ich habe gute Karten, nächste Woche zu trainieren. Wir haben gewonnen und alle denken, naja, irgendwas fällt. Es war nicht so schön anzuschauen, obwohl 17 Tore. Ne? Und es war immer irgendwie 5%, 10%, ein Schrittchen zu spät, zu lässig, zu was weiß ich so. Deswegen muss man nächste Woche richtig im Training Gas geben. Das Weschnitztal auswärts ist wahrscheinlich Brocken, vor allem dort. Und wie gesagt, ich habe gute Karten, weil jeder irgendwie nicht so euphorisch kommt, 17 Tore gewonnen und so. Jeder kann diesen Sieg gut anordnen. Gegner war ein bisschen besatzgeschwächt, wenig Leute, Tempo haben wir gemacht. Dann war die zweite Halbzeit natürlich gerade in Kraft gefällt bei Großsachsen und so. Aber ja, dass wir die Mannschaft beherrschen und dass auf jeder, sag mal, 5 Minuten oder 10 Minuten unsere Leistung bringen, dass mal so kontinuierlich und stabil sind wir noch nicht. Da müssen wir noch dazu zusammen wachsen und jeder sollte in diese Richtung beitragen. Also es fanden relativ viele Steals statt, also wo der Ball rausgefangen wurde, wo von euren Pässen Ungenauigkeiten waren. War das Kräftemangel oder war das ein Stück weit halt einfach auch Mannschaftsqualität, will ich nicht sagen. Ich habe euch gesehen in Studensee, da haben wir aus meiner Sicht sehr gut gespielt. Ja. Und gegen heute war das ist doch ein Unterschied. Ne? Nein, das ist, sage ich, das ist das zweite Gesicht unserer Mannschaft. Wir schaffen es dann wirklich eigentlich geschlossen, keine gute Leistung zu bringen. Und ich würde nicht sagen, dass das unser Spiel war heute. Das kann es auch gar nicht sein, weil sonst haben wir. Klar, wir haben das Ziel Klassenerhalt, wir haben 8 Abgänge vor der Runde gehabt, eigentlich die ersten 7 plus noch ein Rückraumspieler und können leider, weil wir keine A-Jugend haben, im Moment daraus auch nichts gewinnen. Deswegen sind dann halt so alte Herren wie ich dann noch da unterwegs, ja. Und wir versuchen das Beste daraus zu machen und unsere Punkte, unser Druck kommt im November. Dann kommen die Mannschaften von unten, wir haben jetzt noch Nussloch, die sicherlich oben einzusortieren sind, aber im November sind alle Mannschaften, also 30. Oktober ist dann, glaube ich, Pforzheim 2, Eppelheim, also alles, was wir eigentlich gewinnen müssen, kommt im November und da müssen wir dann eigentlich wieder da sein. Ja, das ist unsere Aufgabe. Ist es auch wieder der Kreuz mit zweiten Mannschaften, ist es immer schwierig, weil der Fokus liegt auf der ersten Mannschaft, auf spieltechnisch, ne, wird nach oben gezogen. Wie ist es da bei euch? Klar, also, unser Leistungsträger in der letzten Runde mit 3-stellig Toren spielt jetzt halt BWL, ja, und das ist schwer zu kompensieren für uns, weil wir einfach nicht den Zulauf haben und da heißt es einfach weiterhin arbeiten, konzentriert und wie gesagt im November stehen wir dann unter Druck. Ja. Sehr gut, André, nächste Woche Weschnitztal auswärts. Weschnitztal ist eine starke Mannschaft, wir haben sie schon gesehen. Ja. Also zu dem Spiel möchte ich noch dazu hinzufügen, dass mal seit langer Zeit hat Julian auch gespielt hat. Also das muss man schon mal, das ist ein wichtiger Punkt, weil nächste Woche fällt uns unser Wind, unser Linkshänder von 2. Ich hoffe, dass mal, ich habe mal mit Julian wegen dem Spiel gesprochen und ich habe gesagt, du sollst mit aus dem Spiel mit gutem Gefühl rauskommen. Dass mal alles hält, alles so und so und ja, haben wir noch. Oh, Hannes.
Röpke auf halb rechts, das sind die zwei, nächstes Spiel werden, dass man dann auf halb rechts Position spielen. Ja, aber das war schon eine wichtige Sache, dass man. Und Weschnitztal auswärts, wir fahren, keine Ahnung, 89 Kilometer einen Weg, das ist immer so eine Sache mal. Und, aber ziemlich klar war, warum wir hier hinfahren. Und wir müssen stabile Spiele dort bringen. Stabil. Ja. Ja. Sonst, ja. Aber wie gesagt, wir machen nächste Woche, wir schauen uns wieder, wie immer, bereiten uns immer zum Spiel. Haben wir ein Video von Weschnitztal und dementsprechend uns vorbereiten und spielen. Aber wir brauchen da diese entscheidende 10-15%, wo wir das mal Gegner, wenn die stärker sind, auch beherrschen und nicht irgendwie neue Fahrer da spielen. Ja, liebe Zuschauer zu Hause auf den Sofas, Sie hören, es kommt zwar trotzdem des hohen Sieges keine Begeisterung auf. Es war ein gutes Spiel, aber es war auch ein, wenn ich sagen darf, langweiliges Spiel, weil die Sachen waren von Anfang an klar und beide Mannschaften haben sich dann bemüht, ihr zum Verteidigen, wir zum Torschießen. Es war auch viel, viel Torhüterleistung gerade bei euch, also viele freie Torschüsse rausgeholt, war klasse. Ne? Ja, das lässt vielleicht noch hoffen. Ja. Genau. Insofern einen schönen Abend nach Hause und macht's gut, bis nächste Woche in Weschnitztal. Also,